Willkommen zurück zu Dark Souls 2, werte Freunde. Das letzte Mal haben wir gegen mit Aldia gesprochen und vielleicht werden wir ja noch gegen ihn kämpfen oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nach den Gesprächen, hinweistechnisch, hat er den Thron angedeutet, wo wir schon lange, lange, lange Zeit Nashantra besiegt haben. Und ja, eventuell ist das jetzt ein Griff ins Nichts. Vielleicht war das einfach nur so eine Andeutung und er ist gar nicht jetzt beim Thron. Oder er ist ganz woanders, oder das Ding ist einfach schon gelaufen und da kommt jetzt nichts mehr. Ich muss es natürlich überprüfen, wir wollen nichts verpassen hier. Und ja, wenn da jetzt nichts ist, dann werdet ihr diese Aufnahme eh niemals sehen. Aber ja, vielleicht ist da ja auch was. Und dann bin ich froh, euch hier dabei zu haben, total blind und wahrscheinlich auch unvorbereitet. Ich bin ja mal gespannt. Yo, mal gucken. Neuer Extra-Boss? Oder wollte er einfach nur ein bisschen Quatsch? Das werden wir gleich wissen. Ich sehe mal keine Nebelwand, also bezweifle ich, dass da jetzt was Böses kommt. Hier haben wir gekämpft. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Naja, gucken wir uns halt mal wieder hier um. Ich meine, ne? Ja, diese Golems, genau. Da hinten ging das Tor auf und dann, wir erinnern uns, dunkel. Aber momentan ist hier nichts Auffälliges. Ein bisschen duster das Ganze hier. Also ich weiß ja nicht, den Thron meint er anscheinend nicht. Hier ist nichts. Ich kann hier nichts machen. Das ist schade. Ja, also hier ist nichts zu tun. Hier kann ich nicht weiter, hier würde ich abstürzen. Hm. Schade. Hätte ich gedacht, dass hier vielleicht was Neues kommt. Hm. Schade, schade. Jo Leute, da bin ich wieder zurück. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Ich werde es euch wohl gezeigt haben. Ihr habt es ja gesehen. Bei dem Thron, es gibt leider keinen Aldia-Boss dort. Es sollte ihn aber geben, habe ich dann mal kurz nachgelesen. Allerdings, tja, ist es halt so. Jo, mein Freund. So, darf ich jetzt mal... Ey, wie er sich nie beruhigt. Hallo, denk doch mal an deine Ausdauer, mein Freund. Denk doch mal an deine Ausdauer. Okay, so rum geht's schon besser, ihn zu treffen. Ach, Junge! Oh, ey, sterbe ich fast bei dem ersten Ritt. Ich sterbe, okay. Ja. Okay, schön. Was wollte ich sagen? Es ist so, dass wir den Boss nur bekommen, wenn wir... Ja, wir hätten das ein bisschen anders Reihenfolge machen müssen. Dadurch, dass ich das vor dem Update schon Nashantra und diese Wächter besiegt habe, kommt der dann halt nicht. Und ich könnte es eventuell erzwingen, wenn ich das Gebiet in ein New Game Plus setze. Dann könnte er danach kommen. Bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das klappt, ob dann nicht auch wieder die anderen Gebiete, wo ich mit ihm gesprochen habe, im New Game Plus sein müssen. Und bevor ich mich da so ewig lang drin aufhalte, hebe ich mir das doch lieber fürs richtige New Game Plus auf. Also ich werde, wie schon im letzten Part erwähnt, nichts ins mit dem Asketen-Leuchtfeuer da extra, ne? Jetzt noch weiter modifizieren. Nein, das heben wir uns dann auf. Ich habe dann nämlich auch gelesen, es ist halt ein Boss und es soll auch ein alternatives Ende sein. Also wenn das mal keine Motivation ist, das New Game Plus auch durchzuziehen, dann weiß ich auch nicht. So, und deswegen, wenn wir uns das aufheben, haben wir jetzt was anderes auf dem Plan. Und wenn ihr seht, dass ich hier schon rumfähle, dann könnt ihr euch denken, was. Es handelt sich natürlich um den Drachen, den wir noch nicht besiegt haben. Ich habe mich einmal total einschüchtern lassen von ihm. Und seitdem habe ich die Gegend nicht mehr besucht. Und genau das möchte ich jetzt ändern. Allerdings weiß ich gar nicht mehr, wo der genau wohnt. Und mit Durchwaschen ist hier nichts. Und das nervt mich gerade zutiefst, dass ich hier die Gegner machen muss. Ja, gut, dann mache ich es halt. Ich versuche es noch einmal mit euch, ansonsten schneide ich euch raus. Ja, man denkt dann, oh, ich habe die DLCs geschafft, jetzt schaffe ich ja das hier im Kinderleicht, von wegen. Die sind richtig nervig, die Soldaten hier.
Diese Ritter. Aber gut. Wie war es denn damals noch mit meiner Magie bestellt? War ich damit schon noch effektiv damals? Ich werde es mal ausprobieren. Nun gut. So alt ist das Gebiet ja auch nicht. Es war ja eins der letzten vom Hauptspiel betrachtet. So, testen wir es mal bei dem Typen oder was hältst du davon? Ja, das sieht doch gut aus. Dann mache ich halt mal wieder die gute alte Magie. Ja, gut, wenn er das Schild davor hält, dann ist da natürlich nicht viel zu machen. Jo, oh, da hat er mich sogar getroffen mit dieser Attacke, ey. Oh Gott, wie er mich annervt. Mach dein Schild runter, ey. Oh. Und da oben dann auch. Ey, die Pappnasen, ey. Das ist doch unfassbar. Oh. Stirb doch. Mensch, sind das doofe Gegner. So, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass ich hier die einen Lebenssteine drin habe. Die würde ich gerne mal schnell wechseln. Ich hoffe, die treffen mich dann nicht. Na gut, tut jetzt nicht so weh. Hallo, wechseln. So. Was war denn eigentlich nochmal hier drin? Ich habe schon wieder alles vergessen hier. Was ist hier? Ah, ne, hier war nichts. Okay. Nee, ich muss jetzt mich einfach durchfighten. Da hilft alles andere nicht. Mal gucken, wie der Drache drauf ist. Vielleicht muss ich mich da auch noch ein bisschen anpassen mit Feuerresistenzen und so weiter und so fort. Das könnte natürlich sein. Die ganzen Schatten von den Drachen, die waren aber eben auch ganz schön gacker hier. So. Ja, schlag nach mir. Stehe ich voll drauf. So, dalle. Ja, ist schlecht blocken mit dem Ta ne? Kann man nicht so dolle. Deswegen legst du dich jetzt hin. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. Und sind die groß. Ah, ich bin ja mal gespannt, wie oft wir jetzt beim Drachen fehlen werden. Ich habe ja damals einmal verloren, weil er mich mit seinem Feuer quasi ja gewonhittet hat. Ihr habt mich beruhigt mit den Worten: Hey, egal wie stark du bist, der one-hittet dich damit immer. Yay! Genau das wollte ich hören. Ja, auf jeden Fall. Aua. Werden wir den jetzt angehen. Und danach die NPCs. Und dann ist Schluss. Am besten wäre es, sich für dieses Gebiet cleanen. Das werde ich wohl auch tun, wenn ich beim Drachen failen werde. Oh Mann, der nervt. Nimm das! Der letzte Schlag geht in den Poppes. So. Gut, da hinten liege ich noch rum. Wunderschön. Jetzt wieder nach dem. Dieses komische Geräusch schnell weg. Wie groß war denn der Drachenschrei nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Kommen wir jetzt schon zum Drache? Das wäre angenehm. Das wäre sehr angenehm, dann wäre es ja gar nicht so weit. Das sieht gut aus. Ach nee, das sieht nicht gut aus. Oh Gott. Er ist noch da rein und alles. Okay, da renne ich jetzt aber durch. Oh Mann. Aber vielleicht ist er ja gleich da drin. Ja. Ah, dann geht's ja noch. Da hinten ist die Nebelwand. Schön, dass sie das jetzt auch mit einer Nebelwand verpackt haben. Dann kommen mir die anderen nicht nach. Ich kann mir hier jemanden holen. Den hole ich natürlich mal. So, aber jetzt schnell weg. Oh nein! Ach komm, ich hasse sowas. Ja, jetzt habe ich drei Pratzen da. Komm, Bengals Kopf. Ja, Bengal, helf mir mal da. Ich habe da ein paar Probleme. So. Ach, Mann. Ja, Bengal ist mir eine gute Hilfe, aber warum stirbt er jetzt nicht vorzeitig? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, ja, der arme Bengal. Ich habe mir jetzt gerade für nichts und wieder nichts geholt, wenn er jetzt gleich stirbt. Lass die aushalten. Ich hätte die lieber mit Magie machen sollen. Oh, Mann. Ich komme noch nicht mal zum Drache. Es geht schon los, die Failure Ride. Das ist doch furchtbar. Furchtbar ist das. Ich darf nicht zu weit zurück. Da kommen die anderen Deppen wieder geschlappt. So. Lass mal so machen. Boah, jetzt treffe ich nicht mal, ey, weil die ausweichen wie die letzten Honks. Ja. Du bist der Beste. Ich hab's kapiert. La, 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 la. Ich stelle mich an wie ein Vollhung, ey. Das hätte ich noch nie.
Leute. Ich würde gern zum Drachen kommen. Ich bin die nicht mehr gewohnt. Mann, jetzt ist mein Vengal tot. Schämt ihr euch denn gar nicht? Egal, probier es erstmal wieder alleine. Oh Gott, ey, kann ich hinsehen. Das nächste Mal mache ich die halt. So, Drachi. Erstmal auf ihn, bevor er mich anspuckt. So. Hi. Ja, mein Schaden ist gut. Also, der ist okay. Gucken, was mein Magie dazu sagt. Die ist auch verdammt gut. Oh shit, ich hätte die andere Krone für den aufziehen sollen. Ah, nächste da. Ah, ich bin kein One-Hit mehr. Ich bin ein Two-Hit. Yay, das ist ja so viel besser. Okay, es war aber mein Fehler. Ich bin nicht weggerannt. Aber ich konnte ja gar nicht wegrennen. Ich war ja so gestunt. So, Okay, das ist aber schon mal beruhigend. Bist du bereit? Oh, ey, dieses ganze Gekämpfe. Ja, du kommst. Okay, dir geht's gut. Also, wir haben festgestellt, Zauber rocken gut rein. Ich habe hier ja noch meine Seelensperre. Die Kräuter sind ausgerüstet. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Sollte es zum Feuer kommen, nichts wie weg. Mal gucken. So, erstmal wieder hinrennen. Bevor er irgendwie Feuer spuckt oder so. So, jetzt geht es rund, würde ich sagen. Ah, man merkt schon, dass es gar nicht mehr so viel abzieht, jetzt wo Vengal dabei ist. Aber egal. Egal, Vengal. Okay, ja. Ach, hey, lebe ich noch? Nee. Selbst der Feuerstrahl bringt mich um. Aber gut, dem könnte ich ja ausweichen, wenn ich mich jetzt nicht so saudumm verhalten hätte. Okay, okay. Also definitiv bei ihm bleiben und vielleicht dann doch gleich mit dem Schwert draufrußen. Dann macht es ja keinen Unterschied. Warum sollte ich jetzt hier mit den Zaubern mich da ewig dran verweilen, wenn es mit dem Schwert genauso gut geht? Yo! Mal gucken, ob es jetzt besser geht, wenn wir gleich rangehen und mit dem Schwerte. Ich bin noch am Überlegen, eventuell möchte ich Vengal nicht in diesem Kampf dabei haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es mir der Kerl überhaupt bringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, schauen wir mal. Jetzt werden wir erst noch ein bisschen drauf rumhammern und wenn er seine Blasattacke da macht von oben, dann renne ich, was das Zeug hält. Alter! Das ist auch noch ein... Och komm, ey. Oh, okay. Das deprimiert mich gerade ein bisschen, was der da mit mir treibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich fühle mich so schwach. Okay, Leute. Probieren wir es nochmal. Und zwar möchte ich es gerne doch noch einmal mit Zaubern probieren. Allerdings von einer anderen Ecke. Ja, nachdem er mich so tot gestampft hat, jetzt vielleicht doch nicht nochmal so nah ran. Aber auch weg von seinem Köppel. Damit ich letztendlich wirklich eigentlich nur noch fliehen muss, wenn er hochfliegt. Das ist jetzt mein neuer Plan. So, jetzt zum Beispiel. Die Frage ist nur, wo fliege ich jetzt hin? Er kann doch nicht alles hier in Brand setzen. Genau, er setzt auch nicht alles in Brand. Oh Gott, Vengal, ey. Der ist schon zur Hälfte tot, ganz ehrlich. Ich kann mir den NPC schenken. Der macht mir den Kampf nur unnötig schwerer. Also, so gut wie ich NPC-Kämpfe auch immer wieder finde, dass die mir helfen. Aber ich glaube, hier kann ich mir das echt schenken. So, jetzt können wir uns das mal auch richtig geil angucken, wie er hier... Ah ja, okay. Es ist gar nicht so groß, was er hier alles verbrennt. Man kann dem ausweichen. Er ist halt gerade auch auf Vengal scharf. Das merkt man. Oh. Jetzt muss ich rennen. Ah, shit. Okay, aber man kann es überleben. Man kann es überleben. Das ist die Hauptsache. Ich weiß nicht, also das ist mit. Ja, jetzt ist er besiegt. Oh nein! Ich hätte nicht gedacht, dass das Feuer so weit streut. Ah, okay. Also wenn er nach oben ist, definitiv abhauen. Aber ganz ehrlich, Leute, Vengal schenke ich mir jetzt. Das bringt's nicht. Ne. Yo! Wie gesagt, wir probieren es jetzt mal ohne Vengal. Weil irgendwie fühlt sich der doch relativ unhilfreich an und stirbt recht schnell. Deswegen, ja, gucken wir mal, wie weit wir ohne ihn kommen. Also, nochmal mit dem Schwert probieren und halt abhauen, sobald er ansetzt, mit der Pfote mich tot zu batschen.
So, jetzt zum Beispiel erstmal weg. Aber sowas von weg! Das ist heiß ohne Heilen. Okay. Was ist, wenn ich zum Schwanz gehe? Da macht das so einen Schwanzschlag wahrscheinlich. Das wird mir auch nicht unbedingt helfen. Ich renne mal zum Schwanz. Es ist unglaublich, was das Feuer für eine Range hat. Das ist... Ah, natürlich! Und dann noch auf mich klatschen. Tolle Combo, Drache. Ist eine schöne Combo. Huiuiui, also das ist ein richtig epischer Kampf. Da habe ich mir ja das Härteste wirklich zum Schluss aufgehoben. Oh, es ist brutal. Jo, Leute. Und weiter geht der Spaß. Ich probiere es nochmal auf die Art. Da fliegt jetzt klar in die Luft. Ja gut, meinetwegen, dann hau ich halt ab. Jo, kannst ruhig rumbrutzeln. So. Oh Mann, ich sag's euch, Leute. Mittlerweile ist das Gebiet auch wieder gecleant. Also, da gibt's keine Ritter mehr jetzt draußen. Zum Glück. Die haben mich ganz schön genervt. Oh, das Feuer nervt mich auch. Das tut doch weh! Okay, nee, also da muss eine andere Taktik her. Also, so komme ich da wohl auf keinen Nenner. Jo, Freunde. Probieren wir es noch einmal auf die Art. Ich muss halt einfach dem blöden Feuerbecher besser ausweichen. Und das muss einfach besser funktionieren jetzt. Ah, oh, das sieht so stylisch aus, wie der rumfliegt. Okay. Was machst du eigentlich, wenn ich da vorne bleibe? Irgendwie hat er jetzt gar kein Feuer gespuckt, kein großes. Oh, das ist ja sein Strahl. Der Strahl des Todes, der mich aber nicht unbedingt trifft. Mit dem kann ich ja umgehen. Es ist zu blöd, seinen Köppel zu treffen. Also, es ist ein großer Drachenkopf, aber die Beine waren einfacher zu treffen, wenn er da ein bisschen hin und her macht, dann. Aber er fliegt nicht mehr hoch, wenn ich da vorne vor ihm bleibe. Das macht die Sache umso einfacher jetzt. Denn das Spielchen hier, das können wir ja bis in die Unendlichkeit wiederholen. Na gut, bis meine Zauber leer sind. Aber, ja gut, ein bisschen aufpassen sollte ich halt doch. Rollen. Nein. Puh. Okay. Aber das ist ja alles noch im Bereich des Erträglichen. Das überlebe ich ja. Selbst wenn er mich da mal erwischt. So zwischendurch heilen, das ist ja in Ordnung. Ja, er fliegt echt nicht hoch. So, oh, das hat schön Schaden gemacht. Gefällt mir. Auch mal ein bisschen das gute Zeug hier verballert werden. Zumal es ja auch regeneriert wird mit der Zeit, dank unserer Krone. Okay, oder? Das war doch gerade die Krone, die ich aufhab, oder? Ach, ich bin mir unsicher, egal. Oh, jetzt setzt er doch mal an, aber er spuckt nicht. Er hat kein Feuer gespuckt. Wahrscheinlich, weil er genau weiß, dass er mich damit nicht trifft. Aber das könnte gefährlich sein. Ah, okay, das war Leichtsinn pur von mir. Aber okay, ich lebe noch. Der mich anstarrt. Was für ein Tier. Okay, er setzt wieder an und... jetzt tut das, weil er jetzt näher ist. Shit. Okay. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Jetzt ist er verdammt nah an dem Tor. Jetzt wird er mich da umso besser treffen. Und ich kann auch nicht mehr so gut ausweichen. Ach Gott, das ist ja ein Abgrund, stimmt ja. jetzt lutscht er fast die Wand. Aber so von der Seite geht's ja noch, oder? Was machst du jetzt? Ja, so können wir das Spiel auch gern weitermachen. Einmal links an der Backe, einmal rechts an der Backe. Es dauert zwar, aber wir haben fast die Hälfte seiner... Lebenspunkte unten. Ja, jetzt bin ich unter dir. Könnte ich eigentlich auch mal damit zuhauen. Oh, das macht schön Schaden. Nimm das, du Tier. Du edles, schönes Tier. Was machst du jetzt? Nein, nicht das. Okay, ich versuche mal wieder Stand zu halten. Ja, okay, gut. Okay, jetzt... okay, da ist er. Weiter. Einfach die Ruhe bewahren. Weiter so. Okay. Jetzt sind wir wieder ganz nah und intim hier. Komm schon. So draufschlagen auf den Kopf wird bestimmt auch gut ziehen. Aber da treffe ich jetzt so blöd. Oh nein, er fliegt wieder hoch. Lass mich gehen. Oh Gott. Okay, alles cool, ich lebe noch. Okay.
Ich spüre es. Der Schalter ist wieder umgekippt. Ich schaffe ihn. Da bin ich mir ganz sicher. Oh, aber nicht jetzt. Shit, ey. Ja, ich schaffe ihn. Toll. Aber nee, ich bin guter Dinge. So, Freunde, nachdem wir das letzte Mal doch die Taktik für uns gefunden haben, ist es nun an der Zeit, diese auch noch ein bisschen besser einzusetzen. Also, es ist definitiv besser, hier vor ihm zu bleiben. Dann verhält er sich einfach ein bisschen gemütlicher. So. Ich habe diesmal auch den Plan, wenn er mir wieder zu nahe kommt, dann werde ich wegrennen. Also sehr weit wegrennen. Und das Spielchen dann von der anderen Seite wiederholen. Da muss ich halt nur aufpassen, dass ich nicht in den Abgrund falle. Weil das war ja letztendlich mein Tod. Dass er da ja mit mir fast die Burgmauern geklutscht hat. Und mich dann getroffen hat. Oh, ist das ein schöner Zauber, wenn er mal trifft. Das ist echt schön. So. Machen wir wieder damit. Jetzt noch ein bisschen damit. Oh, das ist doch ein schöner Schaden, den wir hier verballern. Da brauche ich nicht mal meine Kräuter. Ganz ehrlich. Mal schön wechseln. Bis dahin sind sie wieder ein bisschen aufgeladen. Oh Mann, der Drache. Ich liebe Drachenkämpfer einfach. Es gehört zu einem Souls-Spiel, dass man einen richtig fetten Drachen mal besiegt hat. Das darf nicht fehlen. Was für ein glorreicher Schluss. Also fast Schluss für dieses Let's Play. Und ich muss schon sagen, mit dieser Taktik hier ist er fast schon ein bisschen chillig. Der kommt jetzt nicht mal vor. Ja, komm her. Schade. Ja, gut, bis ich jetzt dran bin. Ja, das war jetzt dumm. Das war richtig dumm von mir. Okay. Cool bleiben. Schön, dass er mir auch die Zeit gibt, mich zu heilen. Wie er mir dabei zuschaut. Auch gut. Ah, falsche Richtung. Ich hätte nach links gehen müssen. Ach, jetzt komme ich wieder außen. Jetzt komme ich wieder ins Schludern hier. Komm. Cool bleiben. So wie bisher auch. Er ändert sich ja nicht. So. Den kriegt er mich jetzt aber nicht. Jetzt kann es weitergehen. Sind wir wieder am Zug. So, das ist mal wieder ein richtig schöner Zauberkampf hier. Wo wir das letzte Mal doch immer mit dem Schwert agieren mussten. Setzen wir hier jetzt endlich mal wieder alles auf unsere Zauber. Ihr habt es ja gesehen, ich habe den Nahkampf probiert, aber das ist einfach weitaus tödlicher. Also warum? Sollte ich es weiterhin so probieren? So wird es funktionieren, so wird es fruchten. Ich spüre es förmlich schon. Ich kann die Drachenseele schon in mir spüren. Oh, vielleicht auch nicht. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Okay, alles cool. Weiter geht's. Jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo ich wieder weggehen sollte. Aber, ach komm, das ziehen wir jetzt durch. Der hat nicht mehr viel. Ja, bleib schön stehen. Das ist fast das Beste, was du machen kannst. Jetzt kann ich nämlich wieder zu dir. Nimm das! Oh, geil. Nochmal, komm. Bams! So, Freund. Jetzt aber erst wieder die Ruhe bewahren. Mal gucken, was er macht. Ja, das habe ich schon befürchtet. Ich werde es einfach hinnehmen. Zwei Treffer. Überleben wir. So. Mein Freund. Das hättest du nicht tun sollen. Denn jetzt ist es gleich soweit. Noch zwei Treffer höchstens. Ja, 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 ja! Ihr habt gesiegt! Lala, der Drache ist tot. Riesenzähle versteinerte Drachenknochen. Yeah. Nur nochmal zur Erinnerung, mit der Riesenzähle hätten wir uns den Kampf gegen Wendrigen Tick leichter machen können. Aber den haben wir ja auch ohne das Vieh geschafft. Und, ja, was soll ich sagen? Hui! Also, mit dieser Taktik immer vor ihm zu bleiben, anstatt an ihn, haben wir es natürlich deutlich einfacher gehabt. Davor hätte ich echt, sah ich schon ein bisschen schwarz, muss ich zugeben. Aber wir haben es mal wieder gemeistert. Wie immer. Wir meistern alles.
mit der nötigen Zeit oder der Lernkurve oder einfach der richtigen Taktik. Ja, also hier ist nichts mehr. Warum sollte hier auch noch was sein? Alles klar. Nichts für uns zu holen. Gut, dann werde ich jetzt zurückgehen. Ja, wie ihr seht, also das Gebiet ist gecleant. Ich habe euch ja, na gut, außer die Pappnasen, die habe ich nicht gemacht. Sonst ist hier alles erledigt, die mich genervt haben. Ich bin ja auch ein paar Mal hier gestorben, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Damit wir das alles in einem Part ungefähr dann doch geschafft haben. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Das ging schneller, als ich erwartet habe, doch letztendlich. Und ich würde vorschlagen, ich hau mit einer Feder ab. Und das nächste Mal ist das große NPC-Killing angesagt. In diesem Sinne, bis denne, bis es wieder heißt, Let's Play Dark Souls 2.